Hey Leute, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut, ne? Und habt einen guten Start in die Herbstferien, wenn ihr in Baden-Württemberg lebt. Und ja, gerade rechtzeitig ist jetzt am 26. Oktober 2018 das wahrscheinlich beste Spiel aller Zeiten rausgekommen. Stimmt übrigens da ab, falls ihr ein bisschen Gameplay sehen wollt, stimmt mal ab. Und ach Leute, ja, ewig habe ich drauf gewartet. Vor 2 Jahren wurde es angekündigt. Und ich glaube, jetzt ist es mal Zeit für ein nices Unboxing. Und ja. Oh ja. Ja, so lange. Einfach. Oh, hier ist es. Red Dead Redemption. Oh, Alter, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie aufgeregt ich bin, ja. Weil ihr müsst wissen, Rockstar Games ist so, weiß nicht, da gehören meine meistgespielten Games dazu. Also zum Beispiel GTA 5 wurde wirklich jahrelang gespielt und bis ich gebannt wurde von den Keks und da, ich habe mein Geld verloren, aber ja, ohne Grund. Aber jetzt ist es endlich draußen, ja, Red Dead Redemption 2. Die Ultimate Edition, ne? Also nicht vergessen hier. Ich finde, die haben einfach das meiste Geld verdient, was man für die ausgeben kann. Wisst ihr, was ich meine? Gleich habe ich's. 1 Minute, 37 Sekunden später. 2000 Jahre später. So, und... Oh, hört ihr das? Oh, so ein nicer Sound. Der Müll hier. Okay, sorry, ich bin ein bisschen krank, aber... Oh, guckt euch das... guckt euch das mal an hier. Ja, hier, das ist 3D einfach mal. 3D-Druck ist das Logo. Wie nice. Und übrigens nicht das hier beachten, das... spielt keine Rolle, denn jetzt mal im Ernst, bis ich 18 bin, da verpasst man schon einiges, oder? Ja, hier ist so ein Klebeding, wie man es halt kennt. Wow, okay. Denn bei der Ultimate Edition, ist ein richtig schönes Steelbook dabei. Guckt euch das mal an. Wie nice. Alter, also das sieht richtig geil aus, jetzt mal im Ernst. Heftig. Und dann hier noch, hier der Code für zeige ich natürlich nicht, ne? Ja. Der Code für herunterladbare Sachen. Und hier, oh shit, Leute, hier ist die Map, die Karte vom Spiel, ja? Bei GTA 5 war es einfach so dabei, ohne Editions, also, ne? Jetzt muss man halt extra zahlen, damit man die Map bekommt, aber Leute, das ist das erste Mal, dass ich die Map sehe, ja. Richtig sehe. Ich habe es nur mal so aus dem Blickwinkel mal gesehen auf YouTube, aber jetzt kommt's, ja. Okay, Leute, so, ich versuche jetzt die Map hier irgendwie drauf zu kriegen, ja. Map of a portion of the United States. Oh shit. Erste Mal, dass ich sehe. Wow, wow, wow. Oh Gott. Oh mein Gott. Leute, seht ihr das überhaupt? Yo. This is huge. Und wisst ihr, was noch krasser ist? Das hier. Leute, das ist einfach mal. Das ist einfach mal die ganze Map aus dem ersten Spiel. Einfach mal dran gehängt. Wie geil ist das denn? Die ist riesig. Die haben wir noch den Präsident einfach mal. Ich glaube nicht, dass der echt war. Nicht, oder? Keine Ahnung. Alter, wusstet ihr was? Das Spiel hat fast 9 Jahre zum Entwickeln gedauert. Kein Wunder irgendwie. Alter. Ja, und außerdem, ich kann ja ein bisschen labern über das Game, während ich hier die Map wieder einfalte. Und zwar, ja, es ist wahrscheinlich das realistischste Spiel aller Zeiten.
Man kann einfach mal, man kann, also der Arthur Morgan, der hat Haarwuchs, der kann baden, der, man muss essen sogar, also man muss, ja. Und es ist einfach, es ist heftig, ja. Und wisst ihr was, jetzt schauen wir noch kurz ins Steelbook rein, das einfach nur komplett geil aussieht, jetzt mal im Ernst. Das ist so, so schick einfach. Schauen wir mal rein. 2 Discs, aber ehrlich gesagt, das überrascht mich nicht, denn das Spiel ist 105 GB groß. Kann man sich auch mal gönnen, oder? Ja, was ist denn das hier? Data Disk und also die Disk ist zum Installieren, also die benutzt man nur einmal und die ist dann zum Spielen. Also Leute, das ist einfach nur heftig, ja. Also Leute, hier habt ihr nochmal alles. Echt, also, Alter, das wird so krass gezockt jetzt in den Ferien, ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ja. Es sieht einfach so nice aus, ja. Es wird gegönnt. Und ja, Leute, dann stimmt nochmal ab hier irgendwo, ne, in der Infobox, ob ihr auch Bock habt auf das Gameplay, so wie ich, ne. Wie gesagt, wie in den alten Zeiten halt. Nur Mikro und eine Facecam und ich habe irgendwie eine schnupfige Nase jetzt gerade bekommen. Und ja, Leute, Instagram, Snapchat und ja, Leute, also Outlaws auf ewig. Kick.